ich verstehe es nicht, dass nicht erkannt wird bei einigen Leuten, die noch über ein Restintellekt verfügen und nicht unter einer völligen zerebralen Dysfunktion leiden, dass hier wirklich man aus der Geschichte lernen kann. Hier handelt es sich auch bei dieser Massenmedienkampagne um eine klassische gleichgeschaltete Presse und eine glasklare Stigmatisierung von bestimmten Randgruppen, die man als Feind jetzt klassifiziert und die man entsprechend mit allen Mitteln schlecht zu behandeln hat. Und das fängt an mit einem Lockdown. Mensch, sieht das denn keiner? Ich kann es gar nicht fassen. Ja, aber es heißt ja an einer anderen Stelle in der Bibel, dass Gott eine große Blindheit über die Menschen kommen lassen wird in dieser Endzeit und sie alle Lügen des Teufels glauben werden. Also so steht es darin und fast könnte man das hier ein bisschen in den Kontext setzen. Naja, also es ist üblich, dass man die Freidenker mehr oder weniger als dumm einschätzt. Und hier wird ja eine Dummheit proklamiert. Das heißt, derjenige, der kritisch denkt und nicht mit der Masse blökend läuft, ist automatisch gleich dumm. Und das ist natürlich das Unfassbare. Und das ist auch wieder so ein Outen eines Totalitarismus, der dort aufzieht, weil wirklich in vielen Epochen der Geschichte aller Länder, speziell auch in Deutschland, wurden gerade die Widerstandskämpfer grundsätzlich als dumm bezeichnet. Und diejenigen, die sie als dumm bezeichneten, wurden dann nach den entsprechenden Systemen dann zum Beispiel vor einem Völkergericht gestellt und stellten sich dann tatsächlich als die dummen Funktionäre heraus. Und hier wieder Mark Twain sei zitiert, Geschichte wiederholt sich nicht, Geschichte reimt sich. Ja, und das ist der Grund, warum die Informanten, mit denen wir zusammenarbeiten, die für die Notfallversorgung der Menschen zuständig sind, auf zweiter Linie bereits alles weg von der Technik aufbereiten. Die fangen an, sich gerade Kugelschreiber und Bleistifte zu kaufen und Radiergummis und Massen an Blocks, die sie dann noch haben. Papier wird ja auch langsam zur Mangelware und versuchen dann mit Fax und mit herkömmlichen Funkgeräten durchzukommen. Und wenn ich weiß, dass also der Staat gerade in Deutschland hunderte Millionen die Bundeswehr ausgibt, um alte Funkgeräte aus dem Jahre Anfang der 80er, ich glaube 82, 83 in den Jahren waren das, wieder neu zu aktualisieren, das heißt wieder neue Modelle zu bauen für hunderte von Millionen, dann merkt man, worauf es hinausläuft. Das Verrückte ist, dass genau in der paradoxen Weise, man erklärt uns von der EZB, wir werden den digitalen Euro einführen zum Beispiel. Das bedeutet, wenn der dann kommt, dann heißt es, dass niemand mehr etwas kaufen kann, selbst nicht mit dem Mal an der Hand, also nicht einmal mit der RFID-Chip-Karte, weil dann einfach nichts mehr funktioniert. Das ist der Irrsinn. Nichts dergleichen in die Diskussion. In den USA macht man sich, was das Thema Energieversorgung angeht, große Sorgen und schaut mit aufmerksamem Blick, mit warnendem Blick nach Europa. Ja, es ist interessant, von weniger Zuverlässigkeit zu sprechen, als davon zu sprechen, dass unter den Bedingungen der völligen Umstellung auf Solar- und auf Windkraft das gesamte Stromnetz zusammenbrechen muss. Das ist also nicht etwas weniger solide, sondern es ist dann schlichtweg in bestimmten Lagen nicht mehr existent. Und das führt natürlich nicht nur zu irgendeinem Wachstumsschmerz, sondern schlichtweg zu einem Zusammenbruch der Gesamtökonomie, zumindest derjenigen, die produziert. Naja, die Ideologie geht einfach weiter. Man versucht natürlich jetzt in irgendeiner Form einen Kompromiss darzustellen, wie man das optimiert, letztendlich noch ein bisschen Restwirtschaft zu lassen und gleichzeitig den Strom eben halt umzustellen. Noch einmal, die wesentlichen Fragen sind nicht, wo kommt der Strom her, den wir brauchen, sondern wo geht der Strom hin? Nochmal die Obsoleszenzen. Ich wiederhole mich da ganz bewusst. Das heißt, dass Produkte permanent erneuert werden müssen und dann wieder neu produziert werden müssen. Das ist das eigentliche Problem. Dieses Problem wird überhaupt nicht angefasst, denn dann könnte man die gesamte Energiefrage innerhalb von kürzester Zeit relativ final klären. Würde natürlich dazu führen, dass man die gesamte Ökonomie und auch das gesamte Geldsystem und die Machtstrukturen, die aus dem Geld und aus dem Eigentum resultieren, einmal grundsätzlich zu diskutieren. Hätte man wirklich Interesse an einer gerechten Welt, die den Menschen dient, Wirtschaft, die den Menschen dient und nicht Menschen, die der Wirtschaft dienen würden, wären diese Dinge auf den Punkt. Die gehen grundsätzlich am Thema immer vorbei mit dem, was wir hier hören. Und ich kann da kaum noch etwas zu sagen, weil die Annahmen eigentlich immer die falschen sind und die Ableitungen ja richtig sein mögen, aber durch die falschen Annahmen eben halt auch die Ableitungen dann einfach keinen Sinn irgendwann mehr machen. Andreas,
es geht immer wieder in die eine Richtung. Am Ende, wenn diese sogenannten Verschwörungstheorien irgendwann doch ankommen, auch bei denen, die sich bis dahin verschlossen hielten, ist Europa bzw. Deutschland schuld. Ja, und irgendwann ist der Point of No Return durch diese Faktenschaffung natürlich überschritten und da stehen wir ja jetzt mittlerweile vor. Also es ist wirklich so, dass wir könnten die Situation ganz klar klären, denn ich bin gar nicht mal dagegen, dass man beispielsweise, wenn man eine Umweltpolitik einführt in seinem Land, dass man dann andere Länder, die diese Umweltpolitik eben nicht haben, dass man die entsprechend mit Zöllen belegt. Ich finde das völlig gerecht, weil man damit natürlich auch den eigenen Wirtschaftsstandort schützt. Und man hat als Politiker in erster Linie seinen eigenen Wirtschaftsstandort zu schützen und das eigene Volk in dem eigenen Land. Das ist mittlerweile allen irgendwie abhanden gekommen, weil jeder Staatsführer, den ich sehe, mittlerweile nur noch versucht, im internationalen One World Order System mehr oder weniger zu bestehen. Und daran merkt man dann auch, wo die eigentliche Macht liegt, nämlich nicht mehr bei dem Staatsführer des Landes, sondern bei irgendwelchen übergeordneten Situationen, wie wir sie von der EU her kennen und den noch mehr darüber geordneten Gruppierungen, die EU dann sogar noch privat mitfinanzieren und so weiter und so fort. Also das ist der entscheidende Punkt. Nein, wenn wir die Dinge regeln wollen, dann können wir eines klären. Es gibt reiche Länder und es gibt auch Rohstoffe und es gäbe auch die Möglichkeiten, 7 oder auch mit Sicherheit 20 Milliarden Menschen hier auf der Erde zu ernähren. Aber dazu braucht es ein Gesamtkonzept. Die Menschen sind nicht zu viele, sondern einfach zu blöd. Das ist das Hauptproblem. Und wer das Problem nicht anspricht und letztendlich eine neue Überschrift reinbringt, und zwar nicht als Annahme, sondern als Vision, um dann zu sagen, wie sieht eine gerechte Welt tatsächlich aus? Und dazu müssen wir wieder zurückkommen in die Gesetze der Natur. Als die Erde fertig war, da gab es noch gar keinen Menschen. Und als der Mensch kam, war die Erde bereits fertig. Und als die Erde fertig war, hat der Mensch einfach sich herausgenommen, diese Erde als sein Eigentum zu deklarieren und mit dieser Erde herumzugehen, als gäbe es kein Morgen und auch keine nachfolgenden Generationen. Diese Grundlagen bringen uns automatisch dann auch auf ganz logische Richtung. Du hast vorhin das Thema der Logik angesprochen und Logik kommt ja von Logos aus dem Altgriechischen und das heißt das Wort und heißt auch Gott. Und das sind die entscheidenden Grundlagen, die wir brauchen, das Wort und nämlich Gott selbst, um die Zusammenhänge überhaupt erstmal zu verstehen, um im Interesse nicht nur der Menschen, sondern der gesamten Schöpfung endlich aktiv zu werden.